Also das muss man erstmal schaffen. Lademonia. Richtig schön hier. So. Aha, sogar mit Wasser. Hey, das ist schön hier, wo ich gestorben bin. Wo ich gespawnt bin. Bist du gespawnt? Ich bin jetzt gerade gespawnt, ja. Und ich glaube auch da, wo ich jetzt vorhin abbrechen musste, weil mein PC gesagt hat, ach, leck mich doch mal an, fort, ich will nicht mehr. Was ist denn das? Also wenn du jetzt aktuell Richtung Sonne läufst, ja, hast du ein Kreuz, hast du ein Kreuz? Und da bin ich kurz davor. Also du musst nur am Strand entlang laufen, da kommst du genau dahin. Ich hoffe, du findest das. Boah, ich sehe das schon kommen. Sie fanden sich nie wieder. Ja. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass man irgendwie sich die Leute zusammensucht wieder? Ja, ja. Ich werde jetzt auch direkt mal mein schlaues Büchlein zücken. Ein Glück, dass wir ein Heftchen haben. Seht ihr, das ist gar nicht immer so verkehrt. Spätestens jetzt, ja. Okay. Und zwar, nee, da brauche ich gar nicht mein Buch, da brauche ich meine schlauen Zettelchen. Denn ich kann mich jetzt zu dir hin teleportieren, wenn ich immer noch OP sein sollte, was ich doch mal sehr hoffe. Nee, klar. Die Rechte habe ich dir jetzt live weggenommen. Push. Weil du einfach abgehauen bist. Wag dich. Ich kann ganz böse Sachen mit dir anstellen. Moment, so, also TP für, nee, warte, slash TP, so, Spieler 1, das bin ich. Ich bin wirklich ja mal gespannt, wie viele Leute sich diese Folge hier angucken und dann erst einmal 30 Folgen vorspulen, bis es interessant wird. Ja, ich ahne ja Schreckliches, ne? So, und jetzt muss ich mich zu dir teleportieren. Wie wirst du hier drin geschrieben? Bitte sag nicht mit deinen ganzen großen kleinen Buchstaben. Doch. Okay, dann... Großes S, großes T, nee, kleines S, großes T, kleines O. Das ist doch ganz einfach. Das okay. Ist doch... Dann das. 2K6, oh, ne? Nein! Doch. Oh, oh. Soll ich nicht... Soll ich lieber fernbleiben? Ja, bleib erstmal fern, denn ich habe hier Scheiße gebaut. Ich bin hier ich habe hier ein Stück Holz abgegraben und bin gerade, bin hier irgendwie, Ja. Scheiße. Ja, ich komme jetzt trotzdem. Ja, no risk, no fun. So, es hat geklappt. Ich bin in dir drin. Das macht mir jetzt gerade Angst. Warte, geh doch mal weg. Mann, hallo. Ich bin hier in so einem Erdloch. Unterm Baum. Okay, ist er ja. Scheiße. Hau ich dich die ganze Zeit? Hör mal auf jetzt. Wie komme ich nie wieder raus? Niemals. So, jetzt aber. Scheiße. Okay. Bau doch da mal hier. Ach, hier, okay. Das habe ich gelernt, dass man sich wieder so hochbauen kann. Wo bist du denn jetzt? Warum sehe ich ihn nicht? Ich bin hier. Sehe dich nicht. Wo bist du? Lustig. Komm mal mit hier. Warum sehe ich dich nicht? Ja, ich sehe dich auch nicht. Also so langsam ist das ein bisschen strange hier. Was ich bin draußen. Du auch. Ach hier, jetzt sehe ich dich hier. was jetzt lustig war, ich wollte hier wirklich nur so ein Stück Holz noch weg. Ach, schlagen. Ich will nicht weitergehen, das ist so schön. Komm mal mit, ich hab hier was für... Ja, schau mal her, hier, eine fertige Höhle. Geil. Ich bin gerade aus dem Spiel gelandet. Zum Spiel, nein. Ich mach gerade... So, jetzt muss ich muss ja wieder groß haben, so. Hier. Du sollst nicht am Eingang vorbeilaufen. Nein, das ist gemein. Wir brauchen Kohle. Ja, wir brauchen erstmal Licht. Ja, wie kriegen wir jetzt Kohle her? Also Sonne. Ich habe Holz. Also nochmal, wir starten jetzt nochmal unsere Werkbank-Aktion hier. So, also viermal Holz. Ich mache auf jeden Fall schon mal hier dicht, dass die hier nicht rein können. Hier oben kann auch keiner rein, oder? Nein. Was ist denn das hier? Ach nee, das ist Schwarzeichenholz. Mit Schwarzeichenholz funktioniert das nicht.
Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist doch doof. Also ich habe kein Holz. So. Ja, hier bleiben wir stehen. Schaut euch das mal an. Die Sonne geht unter, die Sterne, sie strahlen am Himmel. Deshalb hatte ich okay. bestimmt gerade auch diese ganzen Grafikfehler. Irgendwas ist da. Ne, die fangen jetzt schon wieder an, die Grafikfehler. Ich weiß nicht, was das für ein Problem So, ist. also, pass auf, ich habe jetzt. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, echt nicht. Da war wieder das Geräusch für die Höhle. Oh oh. So, ich habe jetzt hier eine Werkbank. Ich jetzt mal ganz dezent hier hinbaue. Ich hoffe, man kann das sehen. Nee. Ich sehe sie ja, aber ich glaube, im Video wird sie nicht zu sehen sein. Es ist echt arschdunkel hier. Gut, ist nicht schlimm. Nö. Die Sonne geht gleich wieder auf. Okay, so, jetzt benutze ich die Werkbank. Also, jetzt nochmal. Ich brauche Stöcke, richtig? Mhm. Okay. Zwei Stück, die übereinander sind. Also mittleres, unteres Fach und mittleres Fach. Ach nee, das mache ich nicht über das, sondern über die Werkbank. Alles klar. Also, erstmal produzieren wir Stöcke. Wir haben. Nee. Wie mache ich Stöcke nochmal? Zwei Bretter übereinander. Okay, habe ich. So, nun habe ich vier Stöcke. Okay. Du brauchst vier Stöcke und sechs Bretter für zwei Okay, Holzäxte. habe ich. Also. Sag an. Also, ganz mittig kommt ein Stock und darunter kommt ein Stock. Okay, hab ich. Dann mittig ganz oben kommt ein Brett. Mittig ganz oben, hä? Also oberhalb der beiden Stöcke kommt noch ein Brett. Okay. Und von uns Und jetzt aus habe ich eine gesehen, Schaufel, okay. genau, und von uns aus gesehen links, oben und mittig auch noch ein Brett. Oben und mittig. Ja, dass du praktisch links oben so eine Ecke ausgefüllt hast mit den drei Brettern. Aha. Haben wir natürlich ein Problem. Jetzt fehlt mir. Boah, ich stelle mich, glaube ich, sowas von dämlich an. Ach Also Quatsch. zum Rohstoff bauen und sowas, bist du dann dafür verantwortlich? Das ist besser. Also nochmal. Zack, zack, zack. So. Und zack, zack. Nun haben wir eine Axt. Gut, die kannst du direkt behalten. Okay, so. Jetzt brauchen wir noch eine Spitzhacke. Die wird genauso gebaut, nur dass du die gesamte obere Reihe mit Brettern machst. Klack, klack. Und klack. So, die habe ich auch. So, und jetzt mache ich eins. Jetzt gebe ich dir mal das ganze Holz hier. Was ich habe. Dann baust du den Tünnef selber. Aber wie geht das? Sachen abwerfen. Kuh. So, bitteschön, hier liegt Holz. Dankeschön. Ein Holz. Wow. Mehr nicht? Ach so. Moment, wie kann ich da mehrere auswählen? Du kannst sie, glaube ich, ja. Hier. Theoretisch auch rausziehen und fallen lassen. Aber da Ach bin so. Ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das geht. So, okay. Aber die Sonne geht gleich wieder auf. Das ist Ja. gar nicht einmal so verkehrt. Oh oh. Mal vom Fenster hier weg. Hallo, Monster. Wie nennst du mich? Ja, du doch nicht. Natürlich echt lustig, wenn man nicht weiß, wie diese Sachen hergestellt werden. Ich habe jetzt auch nichts mehr an Holz und sowas. Ich habe jetzt nur noch, ja. So. Also die Grafik ist ja ein bisschen schlecht, ne? Von der Werkbank. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Finde ich ein bisschen unübersichtlich. Wir warten immer noch auf den Sonnenaufgang. Und ich bin hungrig, ich brauche Essen. Scheiße. Bloß nicht zu nah an dieses Fenster, nicht dass hier So, da einer uns okay, ich habe mir wegkommt. Jetzt auch zwei Sachen gemacht.
Also ich habe eine Axt und eine Spitzhacke. Moi aussi. Geh da mal nicht so nah ran, sonst, Die können doch sonst explodiert nicht. noch einer. Oh, okay. Nee, das wollen wir dann Aber doch nicht. genau, weil da müssen wir bleiben, denn wir brauchen jetzt erstmal als ein Bett. Das nächste organisieren wir uns jetzt im Bettchen. Aber ich habe Ja. zwischendurch immer noch diese Grafikfehler. Das ist echt nervend. Ja, Ich weiß auch nicht, was das ist. hast du denn unterwegs schon irgendwelche Schafe gesehen? Also ich Nee, habe aber Schweine Kühe. gesehen und Kühe. Ja. Aber die helfen uns ja nicht weiter. Ja, das ist ja ein ganz toller Start. Super aufregend, sehr kurzweilig. Ja. Man muss jetzt aber dazu sagen, also wir werden nicht alles aufnehmen. Also wir werden sicherlich die ein, zwei Stündchen hier auch mal ohne Aufnahme durchrennen und ein paar Sachen farmen, weil es wäre, glaube ich, unsinnig, wenn wir das alles aufzeichnen würden. Ja. Wenn wir hier stundenlang rumrennen und Holz abbauen, was natürlich absolut unlogisch wäre. Deswegen ist das jetzt wirklich jetzt so eine Ausnahme, dass wir hier warten. Aber gut, die erste Zeit, ne? Weil es wäre ja blöd gewesen, hätten wir direkt so angefangen, dass wir einen Haufen Zeug haben. Oh, hier ist Richtig? voll das Erdbeben. Ja, richtig. Musst du aufs Klo oder was? Nein, ich suggeriere gerade den Zuschauern, dass hier gerade voll das Erdbeben ist. Aber hier hinten geht die Sonne langsam auf. Siehst du das? Oder der Mond geht unter. Geh doch mal weg. Geh Oh, weg. hab ich. Geh weg. Na, man sieht nicht so wirklich was. Ich habe immer noch Hunger. Jetzt ist es so, wir haben uns hier in so einem Erdloch hier reingebuddelt mit Wasseranbindung direkt. Das ist vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Ich würde es ja noch nicht wegmachen. Da, Nee. da, 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 da. Nein, weil da, wo es dunkel ist, sind ja auch tagsüber Monster. Das ist das Problem. Selbst wenn jetzt Achso. draußen die Sonne aufgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, Ja. dass da im Dunkeln ganz böse Viecher auf uns warten, sehr groß. Okay. Ne, wie du das so sagst, ne? Das ist artig. Ja, Boah, ich wann geht gewöhne denn mich die mal nicht blöde dran. Sonne jetzt auf? Da müssen wir uns echt mal ein bisschen schlau machen, ob wir die Tag-Nacht-Zyklen nicht ein bisschen reduzieren können. Weil das nervt. Aber wir können hier wirklich gerade nichts machen ohne Kohle. Also das Erste, was wir uns organisieren, ist Kohle, damit wir hier Licht haben. Oh, hier. Obwohl hier hinten geht's auf. Oh, was ist jetzt? Was hast du gemacht? Ich habe die Sonne aufgehen lassen. Yeah, Sonne! So. Freude! Warum bin ich Was nicht denn? vorher schon drauf gekommen? Eigentlich wollten wir sowas nämlich nicht machen, aber so langsam wird es langweilig. Das ist ätzend. Oh, was So. haben wir hier oben? Nice. Underground Biomass Constructions. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Kies oder sowas. Da kriegen wir dann ja eventuell die Feuersteine her. Wenn es denn. Nee, das ist nicht das, was ich denke, dass es ist. Wir haben auch hier direkt Lehm gefunden, richtig? Kann ich dir gerade nicht sagen. Doch. Das ist, nee, Rosengranit. Okay, Leute, Okay. also wir brauchen jetzt Dringend Schafe. Schafe und so, wie können wir das jetzt hier irgendwie uns merken, dass wir hier unsere Höhle haben? Ja, wir haben noch keine Fackeln, nichts. Das ist das Blöde. Oh, ich habe eine Idee. Ich auch. Sand kann man ja Gott sei Dank ohne Probleme abbauen. Wir machen uns einfach ein Türmchen. Vielleicht hilft das ja schon. Also ich überlege ernsthaft, ob ich dann zum nächsten Mal das Ja. Ressourcenpack ausbauen soll, also wegmachen soll. So. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Störungen daher rühren. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Ohne zu sterben? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Na, gucken wir mal. So. So, Ist aber noch ich nicht habe mir sehr mal einen hoch, Turm ne? gebaut. Guck mal. Ich Ah. hoffe, man kann ihn sehen. Wenn du könntest, würdest du, glaube ich, irgendwie so ein Porsche fahren, ne? Warum? Da sag ich jetzt gar nichts zu. Ich habe einen Penis gebaut. Ja. So, aber hier hätten wir auch den Grabstein. Also das wäre ja auch noch eine Idee gewesen hier Aber der ist da so unten. unauffällig tagsüber. Ja, okay. Stein, Kohle. Ja. Und Schafe.
Überfordert, überfordert. Also wie ihr hier seht übrigens, als kleine Erklärung, bei vielen Sachen, wenn man da mit der Maus drüber geht, also mit diesem Kreuz, welches sich immer in der Mitte befindet, seht ihr sowohl die Bezeichnung des Items, des Blocks, als auch darunter stehend die Mod, aus der diese Textur stammt, oder das Item selber sogar. Ich habe Stein gefunden, okay. So.